Treibstoffdepot, genau das wollte ich. Treibstoff kaufen, Sonden kaufen. Und dann mal hier zumindest einen Planeten erforschen. Okay, so viel sei mir gestattet. Denn wir brauchen ja immer noch ein bisschen was an Ressourcen. So. Palladium. Haben wir gerade ein bisschen was ausgegeben. Können wir also durchaus wieder gut gebrauchen. So, das scheint hier ein palladiumreicher Planet zu sein. So, was haben wir denn hier? Das will nicht so richtig. Zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hier sieht gut aus. Das nehmen wir mit. Starte Sonde. Nebenbei fällt auch immer ein bisschen Platin ab. Das nehmen wir nochmal mit. Sonde gestartet. Oh, wie schön. Element Zero. Sonde gestartet. Aber mittlerweile mehr als Platin. Aber wer weiß, wofür wir den ganzen Kram noch brauchen. Ah, oh, hier ein bisschen unterwegs. Was. Ein bisschen was an Platin fällt ja immer noch ab. Oh. Das ist aber schön. Sonde unterwegs. Mich interessiert, hatten wir schon mal mehr als 100.000 von irgendeinem Stoff? Ich glaube nicht. Das ist alles ein bisschen. Na. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Sonde unterwegs. Viele Rohstoffe kommen dabei zwar gerade nicht rum. Da haben wir noch mal was. Das sieht doch gut aus. Sonde gestartet. Oh, Element Zero, sehr schön. Zack. Sonde unterwegs. Kurz wieder. So. Oh. Das ist doch sehr schön. Ah, das ist nicht so richtig viel. Das lassen wir mal so, wie es ist. Und dann fliegen wir. So, ganz kurz gucken. Tagebuch. Jack, Subject. Zero, und wo haben wir die Mission von Miranda, die verlorene Tochter? Ach genau. Mit Lanteia reden. Fliegen Sie nach Illum im Tasale-System. Auf Illum waren wir doch auch im ersten Teil schon, oder irre ich mich da jetzt? So, Treibstoff kaufen. Nein, Sonden kaufen. Und wo ist das Masseportal? Da ist das Masseportal. Sigan, da haben wir einiges hier. Okay, das ist Illum, da ist einiges los, da fliegen wir erstmal nicht hin. Wir werden dann erstmal Jack helfen. Nee, wir müssen erst. Ah, ich will nicht. Wenn das Illum. Wenn das alles auf Illum ist, das ist so viel gleich auf einmal. Da haben wir wieder so einen großen Planeten und ich wollte eigentlich nur eine kurze Aufnahme machen, also helfen wir. Doch, erst Jack. Captain Jack. Sparrow. Sie hatte ja gesagt, sie würde gerne eine Piratin sein. Gut. Träger Jack helfen. Dann erkunden wir auch mal hier diesen Planeten noch ein bisschen wieder. Also einen zusätzlichen. Oh. Das ist doch schön. Sonde unterwegs. Auch noch ein bisschen Palladium wieder. So, das überschreitet jetzt die 100.000, nehme ich an. Ah, okay. Kann man mit sich machen lassen, passiert nicht viel. Starte Sonde. Da haben wir den richtigen gefunden. Gestartet. Palladium scheint es echt am häufigsten zu geben, habe ich so das Gefühl.
Also es ist aber, wie gesagt, das ist nur gefühlt, dass es das am häufigsten gibt. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Oh, das ist schön. Zack. Starte Sonde. Ja? Sehr schön. Platin. So, Platin brauchen wir noch eine ganze Menge. Starte Sonde. Ja, noch ein Ausschlag. Starte Sonde. Ist alles so ein bisschen um die Mitte rum verteilt. Das ist schon seltsam, ne? So. Dann haben wir den Planeten auch erledigt, erkundigt. Dann geht es ab nach Pragia. Pragia. Wie auch immer dann, was man das jetzt ausspricht. Den kann ich gar nicht erforschen. Dann würden wir einfach mal landen, würde ich sagen, ne? Unser Landeladescreen. Langsam nähern wir uns der Planetenoberfläche. Durchstoßen die Atmosphäre und nehmen dann noch Garrus mit. Annehmen. So, 4 Punkte haben wir jetzt. Dann nehmen wir einmal Agent. Genau. Fähigkeit Weiterentwicklung. Bitte wählen Sie eine weiterentwickelte Version der Kraft aus. Attentäter. Ihre Konzentration im Attentatszoom wird verbessert und Sie erhalten einen Schadensbonus auf alle Waffen und Kräfte. Agent, Ihre Zähigkeit und mentale Stärke reduziert die Aufladezeit Ihrer Kräfte und Sie erhalten einen Bonus auf Ihre Dauer. Ihre Vorbild- und Abtrainingpunkte erreichen die höchste Stufe. Wir nehmen das mal. Sehr schön. So. Mit Garrus können wir nichts anfangen, aber Jack müssen wir mal ein paar Punkte verteilen. 3 habe ich über. Zum Jack Zero. Gesundheit, Waffenschaden, Rang erwerben. Dankeschön. So, auswählen. Handkanone. Haben wir da eine neue? Nö. Dann Jack auswählen. Zurück. So, auf geht's. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Das war eine geheime Cerberus-Anlage. Ja, sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher, es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Reißen Sie sich zusammen, kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Typisch Frauen. Erst wollen sie dahin und dann, wenn sie da sind, wollen sie wieder weg. Dann gucken wir mal. Volle Kraft voraus. So, Codex. Die Menschen. Ja, ja. Den erdähnlichen Planeten. Sollte doch Pragia. Förmlich erstickt durch das übermäßige Wachstum nicht originärer Pflanzenspezies, ist Pragia ein Mahnmal für die ganze Galaxie, dass man bei der Kolonisierung alles sorgfältig planen und regeln muss. Vor 200 Jahren beschloss die batarianische Agrarindustrie, den unbewohnten Pragia zum Brotlieferanten ihres Reiches zu machen. Die Koloniebehörden brachten nicht originäre, industriell mutierte Pflanzen aus, die in der fruchtbaren Vulkanerde prächtig gediehen. In Verbindung mit den natürlichen geothermischen Bedingungen und chemotropischen Mikroben auf Pragia wurde aus der importierten Spezies jedoch schon bald ein Albtraum. Mutierte Stämme giftiger und sogar fleischfressender Pflanzen entstammten, überwucherten in wenigen Tagen, statt mehreren Jahren, ganze Kolonien. Und zwangen die Batarianer dazu, ihre Anlagen zu verlassen. Nachdem die überschaubare Tierwelt des Planeten nicht imstande ist, das Pflanzenwachstum einzudämmen, gehen Experten der Allianz davon aus, dass der Boden in 400 Jahren keinerlei Nährstoffe mehr enthalten wird.
Weil Pradia isoliert ist und keine Bevölkerung aufweist, wurde der Planet zu einem Paradies für Drogenhändler, Waffenschmuggler, Piraten, Terroristen und Agenten, die alle ihre Geschäfte geheim halten möchten. Mhm. Gut, dann gespeichert. Und dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. Oder wo es lang geht. Hier ist unser Shuttle. Sieht so winzig aus immer. Im Gegensatz zu dem, was in der Normandie unterwegs ist. Gut, wir haben Pistolenschaden erforscht. Hier geht es nicht weiter, aber hier geht es runter. So. Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Jojo, wir sind dabei. So, Schrotflinte. Und hier haben wir das Sturmgewehr, die Vindicator. Verschlossenes Terminal, da drüben irgendwo. Dann rücken wir mal langsam vorwärts. Ich habe diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern mussten sie die Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Das ist unfassbar. So, dann hacken wir das mal. Ja, ja, auf geht's. Ich brauche nicht ständig diesen Hinweis. Da haben wir das. So, dann schauen wir mal. Na, das sieht gut aus. Oh, was mit viel Lila. Ja, ja. So. Rechtzeitig noch 3000 Credits eingesackt und dann stoßen wir mal weiter tiefer in die Anlage vor. Sicherheitskonsole. Ah. Oh. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird's nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird okay. Misstrauisch. Wenn wir Resultate... Machen wir das mal aus und gehen. Die Anlage ist anscheinend abtrünnig geworden. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflogen bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Ah, Jack. Ich warte ja darauf, dass irgendwas uns gleich anfällt. Verschlossene Lagerkiste. Dann schauen wir mal, was da drin ist. So... Upsdiwups. Und wieder 3000 Credits mehr. Kommen wir hier hoch? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nö. Dann hier unten weiter. Was war das? Waren. Sie haben uns gesehen. Waren sind hier also unterwegs. Okay, es waren aber zum Glück nur drei. Alter Blutfleck. Mit Jack reden, okay. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Keinen Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Wurden Sie wirklich belohnt, wenn Sie angegriffen haben?
Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Gehen wir weiter. Ja, verdammt. Entschuldigung. So wie wir hier mit gezückten Waffen rumlaufen, muss doch irgendwas passieren. Aber ich nehme mal die andere Pistole gerade. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Telltale. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. So, ich habe das dumpfe Gefühl, jetzt geht's gleich los. Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Schauen wir erstmal hinter dieser Tür nach. Subject Zero und Element Zero passt ja gut zusammen. Jetzt wird's langsam spannend. So, und nochmal eine Tür. Die abgeschlossen ist, okay. Wir wurden entdeckt. Bloodpack. Da oben ist ein Bloodpack-Schütze, den holen wir mit dem Sniper mal runter. So. Kryo-Munition anlegen. Eine Waffe wechseln. Ich schaff euch alle. So. Oha. So, dann Sniper-Reifer. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Nein, ich habe auf die falsche Waffe gedrückt. So. Nicht schießen, Shepard! Was? Nicht schießen? So, da haben wir es wieder. Wozu brauchten Sie eine Leichenhalle? Ich würde sagen, ein kranker Mistkerl hat bei diesen Experimenten viele Kinder getötet und dann seine Arbeit überprüft. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. So, wir sammeln gerade hier noch ein bisschen Munition wieder ein. PDA, sehr schön. So. Sehr schön. Insgesamt haben wir also jetzt schon 9000 Credits beisammen. Das ist gut. Ich vermute mal, da geht's weiter. Gehen nochmal hier rüber gucken und ob da noch Munition liegt. Und auch mal speichern wieder durch. Komme ich gar nicht lang. Oder? Komme ich hier irgendwie rüber? Nö, komme ich nicht. Okay, dann müssen wir wohl oder übel. Oben rauf auf die Balustrade komme ich auch nicht.
schön.